tun und mit seiner Person einverstanden sind. Im Frühjahr 1988 bringen die Grünen im Stadtrat den Antrag ein, das Flick-Gymnasium in städtisches Gymnasium umzubenennen. Einige Wochen wird dieser Antrag und Flicks Vergangenheit in Kreuztal kontrovers diskutiert. Ich habe also meine Tochter bewusst nicht auf ein Gymnasium geschickt, das Friedrich-Flick-Gymnasium heißt. Und warum? Ja, weil ich Kritik daran übe, dass man mit der Vergangenheit nicht ehrlich umgeht. Und wie es heute gehandhabt wird und diskutiert wird, dass zum Beispiel Friedrich Flick verurteilt wird und dass das Gymnasium umbenannt werden sollte, aber das Geld nicht wieder zurückgezahlt werden soll, finde ich nicht richtig und ist kein Thema für mich. Ein Gymnasium, das nach einem Kriegsverbrecher benannt ist, das finde ich etwas komisch. Also ich meine, wenn man sich irgendwie damit auseinandersetzen will, dann sollte man zumindest das Gymnasium umbenennen. Hoffentlich behält das Gymnasium seinen Namen. Und warum? Weil ich ihn verehre, weil er viel Gutes für die Stadt Kreuztal getan hat. Kreuztaler verteidigen Flick und halten ihn wirklich für den Siegerländer Jungen, der nur Gutes getan hat. Und für einen Außenstehenden, man braucht nur bis Siegen zu gehen, die verstehen überhaupt nicht, wie kommt eine Stadt dazu, eine Schule nach diesem Namen zu benennen. Und wir haben auch sehr viele Kontakte zu Israel und auch zu Leuten, die wirklich Schreckliches hier erlebt haben und wie das auf die wirken muss, dass eine Schule diesen Namen hat und das. Am 5. Mai 1988 wird der Antrag der Grünen mit großer Mehrheit abgelehnt. CDU und FDP stimmen geschlossen gegen die Umbenennung, die SPD bleibt gespalten. Das Abstimmungsergebnis spiegelt deutlich die Haltung der Bevölkerung wider. Das Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Spender Flick überwog und überdeckt bis heute alle kritischen Einwände und politischen Argumente. Trotzdem bleibt der Stachel im Fleisch erhalten, wie es der SPD-Sprecher ausdrückte. Wenn man einem Kriegsverbrecher ein paar Millionen für einen guten Zweck abgenommen hat, nicht um sich selber damit die Taschen zu füllen, sondern um Krankenhäuser oder Gymnasien zu bauen, dann meine ich, hat man das einzig Vernünftige getan. Da besteht doch kein Grund, das zurückzuzahlen. Ich wünschte, wir würden allen Kriegsverbrechern alles Geld abgenommen haben und dafür Altersheime und Krankenhäuser und Schulen gebaut haben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist Flick der reichste Mann Deutschlands, sein Industrieimperium der größte Rüstungsproduzent der Nazis. 1947 wird Flick, ehemaliger Wehrwirtschaftsführer und Mitglied der NSDAP in Nürnberg, von einem amerikanischen Militärgericht zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. 1950 kommt er vorzeitig frei. Anfang der 60er Jahre bekommt er das große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Die Politik des großen Geldes hat sich auch in dieser Republik ausgezahlt.